Hallo, liebe Freunde der flauschigen Unterhaltung und liebe Nilpferde dort draußen oder was auch immer ihr sein mögt. Ich will euch nicht in Kategorien reinpressen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wumbletime mit Maniac. Wer mir auf Facebook oder Twitter folgt, der weiß, dass ich vor ein paar Tagen in London war, auf der Avengers-Premiere. Dort habe ich mit Buzz zusammen eine kleine Reportage für Screen gemacht. Screen ist unser Kinomagazin auf dem Kanal Moviepiloten. Das heißt, nächsten Freitag könnt ihr sehen, was wir dort gemacht haben. Hier exklusiv könnt ihr jetzt schon ein paar Ausschnitte sehen von der Premiere, so wie ich sie erlebt habe. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich Premieren jetzt nicht so super finde, weil sie nämlich immer sehr laut und voll und ein bisschen nervig sind. Ich gucke mir lieber die Filme an oder ich mache Interviews, aber Premieren sind jetzt nicht so mein Fall. Aber es war trotzdem ganz lustig und wie das Ganze gewesen ist, das könnt ihr jetzt hier sehen. Draußen regnet es, hier drin ist es laut, aber immerhin sind wir auf der Premiere von The Avengers in London. Und, ich habe ein Riesenschild. Was hat ein Riesenschild? Da vorne ist ein Moderator. Und gleich kommt ein neuer Avengers auf die Bühne. Da war gerade eben Robert Downey Jr. auf der Bühne und Jeremy Renner und vor uns sind außerdem noch Loki und irgendein anderer aus Avengers und die geben gerade Interviews. Der Hulk war auch schon da. Aber nur die kleine Version, nicht die große grüne. Da drüben sind noch die kleine Version. Gerade eben war noch Mr. Robert Downey Jr. auf der Bühne, jetzt ist es schon Chris Hemsworth, der Bruder von dem Tribute von Panem. Ja. Typ. Und einen gewaltigen Hammer. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. So ein Hammer. Ja, das ist sehr schön, das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ist halt die Klappe und geh rüber und mach deine Interviews. Ich muss hier arbeiten. Ja, also wir sind hier immer noch bei der Premiere. Und okay, ich bin soweit. Wir können anfangen. Ich habe mein Kostüm und weil Robert Downey Jr. hat heute keine Zeit, deswegen muss ich für ihn einspringen und ich habe immer dieses Kostüm. Ich weiß nicht, was es ist schon alles vorbei hier, die bauen gerade schon wieder ab. Du weißt schon, dass die hier gerade abbauen, dass alles vorbei ist. Was meinst du damit abbauen und alles vorbei ist? Ich will doch gerade. Du wolltest kurz dein Kostüm holen. Ja, aber inzwischen hast du alles verpasst. Ich hab nichts gefunden. Ja, blöd gelaufen. Ich fand den Film ziemlich gut. Er hat ziemlich geile Action, ziemlich geile Tricks. Ich weiß gar nicht, der ist relativ lang, aber wird absolut nicht langweilig. Regisseur ist Joss Whedon, den manche vielleicht ein bisschen kennen über Buffy, The Vampire Slayer. Da hat er so ein bisschen Erfahrung gesammelt im Kreieren von Stories mit sehr, sehr vielen Hauptcharakteren. Sowas ähnliches ist halt jetzt auch bei The Avengers der Fall gewesen. Wenn es euch ein bisschen Lust gemacht habt auf den Film, dann schaut ihn euch im Kino an. Der läuft am nächsten Donnerstag los, soweit ich weiß. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Wumbletime mit Maniac. Bye. Maniac wumbelt hier und dort und überall. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Nilpferd rum? Und, warum hast du ein Kuscheltier im Mund? Wumbel mir doch rein.